Was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem nachkommentierten Gameplay. Und zwar lege ich mal meinen Controller weg und schaue mal in die Kamera und sage einfach mal Moin Moin. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall erstens mal viel Spaß bei dem Video. Und ja, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Es gibt sehr lustige Momente. Da war zum Beispiel so einer. Und ja, ein paar Fragen über mich. Ich werde jetzt mal ein paar Dinge beantworten. Erstens mal, wie findest du eigentlich Grand Theft Auto 5? Wow. Tolle Frage. Ich finde GTA 5 einfach Hammer. Ganz besonders hat mir der First-Person-Modus hat mich in Bann gezogen. Schaut selbst. Ich kann hier wählen zwischen verschiedenen Objekten. Hier zum Beispiel die Axt. Das wird jetzt ein Dreierkill oder ein Triple, wie man das auch so nennt in der Call of Duty-Sprache. Clip ab. Und ihr seht, das ist doch mal ein Fail, Alter. Ganz viele Punkte. Moin, moin. Ja, Gangster. Ja. So, GTA 5 finde ich einfach klasse. Ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Man kann es auf jeden Fall wie mit einem Elder Scrolls vergleichen. Absolut. Nur besser. Hier ist ein Flugsimulator dabei, ein Jagdsimulator, ein Autosimulator, ein Bike-Simulator, ein Tauchsimulator, ein Messer-Kill-Simulator, Amoklauf-Simulator. Es ist eigentlich alles drin, was man so braucht, und das finde ich einfach toll. Wie groß bist du? 1,87 Meter ungefähr bin ich groß. Letzte Messung. Wie schwer bist du? 60 Kilo wiege ich. Bin relativ leicht. Was arbeitest du? Ja, ich bin Koch vom Beruf. Koch ist für mich ein toller Beruf, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Gefällt mir richtig gut. Koch ist ein toller Beruf. Guck mal hier. Gefällt mir auf jeden Fall richtig. Man hat mit Gästen zu tun. Man merkt das Feedback, ob etwas schmeckt oder nicht. Und ja. Genau. Ärger dann auch immer ein paar Auszubildenden. Zum Beispiel, hol mal den Kümmelspalter. So einen Spaß kann man sich erlauben, aber naja. So, genau. Mein Name ist hier Florian. Real-Life-Name Flo. Könnt mich Flo nennen, ihr müsst mich nicht immer YouTube Gamescom nennen oder so. Und jetzt habe ich eine neue Nachricht bei WhatsApp bekommen. Ich komme mit zwei YouTubern zurzeit richtig gut klar. Die habe ich auch in meine Abo-Box gepackt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Und zwar sind es einmal der Lauer, auch Laurin genannt, und der Paladu, auch Fabian genannt. Mit dem komme ich wirklich klar, die machen auch gute YouTube-Videos. Lohnt sich auf jeden Fall, mal da vorbeizuschauen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gerne machen. Wie schon gesagt, ihr müsst das nicht machen, aber es ist jetzt Winter und da kann man was Gutes gebrauchen. So. Stirb! So. Wie fühlst du dich als YouTuber? Wie ich mich fühle? Ich fühle mich einfach super. Ich fühle mich richtig super. Richtig super. Es gefällt mir einfach, YouTube-Videos zu machen und so sehen, wie die Klicks steigen. Und das macht einfach Spaß. Besonders YouTube-Echtzeit. Zu sehen, wann genau jemand auf dein YouTube-Video klickt. Also dieses YouTube-Live. So. Finde ich klasse. Finde ich klasse. Ja, wenn ihr auch noch ein paar Fragen habt, guckt euch mal nach da hinten. Da habe ich schon ordentlich Weihnachtsstimmung. Muss schon sein. Leider vergessen wir natürlich wirklich, was passiert ist damals. Ich glaube, Jesus ist geboren oder so, keine Ahnung. Und so ein Asteroid ist über Bethlehem, geflogen. So war's, glaube ich. Naja. Shotgun, Digga. Shotgun. Moin, moin. Ja, das war auf jeden Fall das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wollt mehr sehen. Vielleicht um mal ein paar Real-Life-Stories und so Geschichten. Das war ja schon, man kann ja schon sagen, das war schon eine kleine Real-Life-Story. Vielleicht werde ich es auch Real-Life-Story nennen. Haut auf jeden Fall rein. Jetzt kommt das letzte Share Factory-Ende. Bis dann.